The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Women's World Championship. Danke, Mike Krumm. So, damit herzlich willkommen zum ersten Video hier von WrestleMania 40. Guck mal, wie schön das aussieht. Aber natürlich bin ich heute nicht alleine. Bei mir ist mein guter Kollege Sascha. Moin, Sascha. Salut. Bist du gehalten auf WrestleMania? Hast du Bock jetzt? Gehypt, ja. Ist deine Vorfreude groß, ja? Natürlich, wenn Roman Reigns die Veranstaltung als Champion verlässt, was auch sonst, dann ist alles gut. Wie gesagt, wir fangen ja an mit dem Frauen-Match, mit dem Women's World Title Match. Becky Lynch, die den Chamber gewonnen hat gegen die Championess Rhea Ripley. Wie gewohnt, wenn Sascha dabei ist, machen wir das wieder mit Punkten. Deswegen, vorhin haben wir schon ausgelost, wir werden immer vor dem Match dann auslosen, wer für wen halten muss in dem jeweiligen Match. Hier in dem Fall, ja, muss ich hoffen, dass Becky gewinnt. Und Sascha muss auf die Titelverteidigung laufen. Wer am Ende, wie gesagt, die meisten Punkte hat. Ja. Ist doch mal so, wie die letzten drei Pay-Per-Views geendet sind, das weiß jeder, ne? Das ich glaube, da hattest du nicht so viel Glück, ne? Das ist richtig, ne? Da wollte ich ja gerade sagen, wer am Ende die meisten Punkte hat, hat WrestleMania für sich entschieden, ne? Und ja, in den anderen Fällen habe ich ja immer fast verloren, ne? Ich glaube, es war einmal unentschieden gewesen, ne? Aber sonst gab es ja immer. Ja, auf dem Deckel jetzt. Ne, Sascha. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal nett ausgedrückt. Ob es immer gleich, ob es einmal gleich war, das weiß ich nicht. Aber kommen wir mal zu Benji. Ja, ist das ein gutes Match für dich, Sascha? Gehört das auf einer WrestleMania-Karte? Nein. Nicht weiß wieder wird. Wieso nicht Champ bleiben? Du sagst, dass Ripley gewinnt, ja? Für mich wäre es ein Wunder, wenn sie. Also Sascha hat schon sein Team aufgegeben, er sagt hier, Rhea Ripley wird gewinnt, ne? Du sagst, die Regentschaft geht weiter, ja? Ja. Also wenn Sascha schon sein Team abgegeben hat, das machen wir ja meist immer zum Schluss, aber da kann ich ja auch schon mein Team abgeben. Ja, ich gehe da mit, ja. Also, mich würde es auch wundern, wenn hier der Titel wechselt, ne? Auch wenn Becky das Thema gewonnen hat und Becky auch Fabulous werden könnte, weil sie ein großer Name ist, aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das Ende von Ripley schon ist. Für mich fängt das erst richtig an mit Ripley. Und die meisten sind auch für Ripley hier im Publikum, Sascha. Hier in Philadelphia. Das sagt ja schon alles. Ja, bin ich mal gespannt, wer hier den ersten Punkt sammelt. Wie gesagt, das werden hier, das ist kein Stream, das wird ja als Video aufgenommen, ne? Also gerne könnt ihr immer die Videos abchecken, ein Like da lassen. Natürlich hier ein Abo da lassen, das hilft dem Kanal hier viel. Und dabei passt ja auch nichts mehr. Wie es dann in den nächsten Monaten weitergeht. So, Ripley hier. Die feiert sich erstmal. Publikum ist auch da, ey. So muss das sein. Wir sind ja bei WrestleMania, ey. Stimmung muss da sein, ey. Charles Robinson, unser Ringrichter hier. Und ich würde sagen, wir gehen rein, das wäre es wahrscheinlich. Bing, bing, bing. Glocke geläutet, ne? Und damit geht's los. Becky fängt schon mal gut an, ne? Ja, doch. Das ist der Anfang, glaube ich. Das ist schneller. Halt dann. Man weiß ja, der Anfang hat nichts zu bedeuten, ne?
Siehst du, habe ich ja gesagt. So, wir replay. Jetzt erstmal hier mit der Kontrolle. Dann gibt es einen Headbutt-Versuch. Also wieder Konter, aber auch Konter von Replay. In die Ecke, Luva kick schon. Sami Zayn ist noch nicht am Start, der kommt ja später. Ey. Aber Replay wollte schon mal mit dem Luva kick versuchen. Ey. Ein Schlag oder auch nicht Irish Whip. Oh, jetzt geht nach draußen. Ey. Für Replay. Und Charles Holtz fängt an zu zählen. Becky unterbricht aber den Count. Sie weiß natürlich, sie muss den Titel. Sie kann den Titel nur im Ring durch Pin oder durch Submission gewinnen. Nicht via Countout. Championship Portal für Will Ripley. Becky ist natürlich so erfahren, das weiß ich auch. Ne, Sascha. Ja, natürlich. So, und schnappt sich jetzt Ripley, die wehrt sich. Unser Ref Charles Robinson bei 4 jetzt. Und ja, Wurf von Ripley. Ripley will das Match auch gerne übrig beenden, ne? Wird jetzt hier von Charles Robinson aufgehalten, ne? Der sagt, chillt jetzt mal hier. Oh, da hier dieser Wurf, damit tut Becky mal Doppel-Champion, ne? In dem Triple Threat Match. Gegen Ronda Rousey und Charlotte damals. Hier reißt aber nicht. Boah, was ein Mania. Welche WrestleMania war das nochmal gewesen? 5-3, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Das war 30, ja. Es war 35 gewesen, ne? Ich glaube, ja. Wo Becky Doppelchampion, wo dann macht sie wieder den Move hier. Das war aber nicht ins Cover. Wo natürlich die Übersicht von Rhea Ripley rollt sich aus dem Ring raus. Aber Becky direkt hinterher. Becky ist mit einem Punch, noch ein Punch. Dann tritt. Und Knie ins Gesicht. Ripley mit Problemen aktuell. Doch. Mal gucken, was für WrestleMania-Momente wir hier erleben werden. Ey. Ob hier mal durch den Tisch fliegt. Oder ob irgendwas Großartiges passiert, dass wir noch in Erinnerung gehalten werden. Ey, Sascha. Ja, das ist ja WrestleMania. Ey. Oder ob einfach gar nichts passiert. Das kann auch sein, das kann uns auch in Erinnerung bleiben. Ja, jetzt gibt es aber erstmal eine Elbow hier. Und das kann man direkt. Ist das ein Titelwechsel? Es gibt einen One-Count. Das ist meine Ansage. One-Count. So, wenn Becky denkt sich, wenn es nicht mit einem Pin klappt, dann mache ich halt das Mischle. Ah, da kommt Ripley auch raus. Und es halt ganz schnell. Clothesline. Noch eine Clothesline. Und dann geduckt und dann in den Dropkick. Schöne Kombi. Von Where We Play. Und die Crowd ist noch immer an Ripley Seite. Das wundert mich. Die Leute sind für den Heal hier gerade. Die Rollen sind hier klar vergeben. Ey. Aber Ripley auch nicht gerade unbeliebt bei den Fans. Ey. Oh, jetzt Überraschungspin hier. Roll up. Oh, bei 0. Das hat Becky überhaupt nicht überrascht. Aber der Dropkick. Ich glaube, ich habe gesehen, wie das geändert hat. Ich weiß, was. Ich glaube, Sascha, die Moves haben auch nicht viel Schaden angerichtet, ne, bei den beiden hier. Aber die Pins hier. Was hat Rhea Ripley jetzt vor? Zieht sie an den Haaren hier, das ist ja mein langer Haarrasen. Das kann zum Nachteil werden. Und dann die Schläge ins Gesicht. Und dann ein Tritt ins Gesicht. Der größte Disrespect. Oh, guck dir diesen Disrespect an hier. Putz nochmal hier die Füße am Ring ab. Um zu sagen, Becky ist überhaupt nichts für mich. Jetzt gibt's hier harte Kniestöße in die Magengrube rein.
Ja, geh aber Bert Robert jetzt. Mit dem Vorab. Übrigens, die Arena, also von den anderen Spielen her, sieht die Arena gefühlt am besten aus, dieses Jahr, die erstellt worden sind. Mal gucken, wie die Originale aussieht. So, Becky geht wieder auf den Arm. Muss natürlich auch. Denn Becky will natürlich, ja, ihre Disarmer zeigen, ne? Oder den Mental Slam, Alter. Oder den Mental Slam, das Richtige, ey. Eins von beiden kann entscheidend sein, ne? Aber ist doch, wenn Ripley ihren Ripley. Das ist richtig, das Snap Suplex. Da gibt's einen Pin. Und wieder der One-Count. Es geht wieder nur bis 1, weil Ripley noch nicht beeindruckt. Es ist ja auch noch kein Finisher gekommen, ne? Oder irgendein Big. Wobei, jetzt könnte es soweit sein. Jetzt rede ich gerade davon. Becky könnt ihr. Und da ist er. Der Manhandle Slam. Ist das der Titelwechsel hier? Beim ersten Match von WrestleMania. Nix. Ripley war 2. Aber jetzt geht der Pin aber bis 2. Jetzt kommen wir in die Phase rein. Jetzt könnte es schnell gehen. Becky, Elbow nochmal. Vielleicht nochmal mit dem Cover. Ne, diesmal sagt sie, ich mach weiter. Aber das war ein Fehler. Das war ein Fehler, denn Ripley. Das ist die Kontrolle. Aber jetzt, es war so eine Phase, da ist nicht viel passiert. Und dann auf einmal kommt eine krasse Phase rein. Das ist schon. Ja, der Mental Slam. Also mit einem Buch kannst du viel ändern, ne? Du wirst den Manhandle Slam, da habe ich uns viel. Das ist richtig, ey. Der Manhandle Slam hat schon viele Matches für Becky entschieden. Das ist richtig, das muss man auch sagen. Hier hat es nicht die Entscheidung gebracht, ey. Fehlt das jetzt eine Rolle für Becky im Spiel, ne? Also ich weiß, mit dem Move hat sich schon viele Leute weggesteckt. Da sind auch nicht viele rausgekickt. Das könnte so eine Mentalitätssache sein. Was geht jetzt mit Becklings Kopf? Jetzt müsste aber Becky mal aufpassen. Das ist Becky nicht mehr auf dem Kopf, ne? Das ist richtig, ey. Aber Ripley muss mal ins Match zurückfinden, ne? Er hat Probleme gerade. Da sage ich es gerade. Oh, und jetzt kommt der Schlagabtausch, Sascha. Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's hier los, ey. Jetzt gibt's auf die Schnauze hier. Und noch ein Schlag. Jetzt geht's hin und her hier. Upp, geh mit dem Uppercut. Und will nochmal den Mental Slam zeigen. Ist es das jetzt? Oder gibt's jetzt diese Arbeit? Ich weiß nicht, was jetzt kommt, soll. Es sieht mir nach Mental Slam aus. Mental Slam Nummer 2. Oh, Becky selber zu K.O. Sie ist zu erschöpft. Die Leute wollen noch, die fordern noch Mental Slam, aber Becky soll mal einen Cover versuchen, ey. Scheiß mal drauf, was die Leute hier fordern, ey. Hol ich den Titel jetzt. Cover hat aber zu lange gebraucht. 1, 2, und das ist der King out. Es hat zu lange gebraucht. Es hat zu lange gebraucht, ist das schon. Zu groß bei Becky Lynch. Sie war zu angeschlagen, ey. Das war auch nur das Flash. Das Replay wahrscheinlich das gebraucht, was du gesagt. Oh, wir haben dich gerade ein bisschen abgehakt, Sascha. Mach mal dein Headset nochmal raus und rein, ey. Da schiebt das was, ey. Jetzt erstmal eine Powerbomb. So, jetzt nochmal. So wie es jetzt. Ja, jetzt wird es besser, ja. Aber spannendes Match bis jetzt, oder? Ja, jetzt das Kampf von Rhea. 1. Boah. Komm mal. Kann man mal einen One-Count machen, ne? Komm mal, oh, was macht er jetzt? Nein, das macht doch. Das macht McIntyre auf. Und Ripley mit der Kraft hier. Jetzt, Will Ripley geht vom Zane bis zu McIntyre, jetzt packt ihr alles raus. Und der Frogsplash und jetzt auch noch Rey Mysterio Style oder Eddie Guerrero. Oder der geht daneben, ne? Ja, ich dachte auch, Ripley war wieder schlecht auf den Beinen an. Er will ja wirklich schnell auf den Beinen, ne? Und jetzt der Dropkick wahrscheinlich wieder, ja.
Aber beide erschöpft. Ja, normal. Will Ripley ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Zwei Manhand Slams wahrscheinlich. Sechste auch nicht einfach so weg. Ja, wie gesagt, Becky müsste auch einstecken, einiges, ne? Becky muss auch was einstecken, ja. Aber nach dem zweiten Manhand Slam hat sie ein bisschen zu lang gedauert. Und ich glaube, jetzt hat sie gerade den Armer wollte zeigen und jetzt gibt es den ersten Riptide. Beide eingehackt. Und das muss es sein. 1, 2, 3. Und Becky raus. Holy shit. Da sollte gerade der Disarmer kommen, ey. Rhea Ripley kontert den Disarmer und geht direkt in den Riptide rein, Sascha. Rhea Ripley halt die Abschreiber, ne? Da kann sie das Rhea Ripley die Abschreiber, ne? Auch wenn die hier angeschlagen wirkt. Aber ich erinnere euch nur an das Match vom letzten Jahr. Da war Ripley auch schon angeschlagen, hat trotzdem gewonnen, ey. Aber man sieht, dass Rhea Ripley immer wieder Probleme hat. Also ich glaube, Rhea Ripley hat schon lange nicht mehr so in der Match-Probleme gehabt. Gegen eine Gegnerin, ne? Ja, Becky ist ja auch keine einfache Gegnerin, ne? Das auch. Man muss auch sagen, sie hat 5 Frauen geschlagen, um überhaupt in diesem Match hier zu stehen, ne? Genau, Punch. Und jetzt, was kommt jetzt? Submission Move? Nein, doch nicht. Schöner Konter von Becky. War das vielleicht der Ansatz zum Move 3? Ja, hat auch so ausgesehen, ne? Also ich wusste, wie sie da diesmal rauskommt. Hatte ich auch gerade die Vermutung gehabt, dass das Riptide werden könnte. Jetzt war auf den Arm. Oh, ist das eine gute Idee? Paul hat es nicht geklappt, ey. Und Ripley geht Risiko ein. Aber jetzt geht der Splash durch. Und das könnte das Ende sein. Oh nein, macht hier nochmal Disrespect. Sollte aber Becky nicht. Sollte Becky ein bisschen ernster nehmen, vielleicht. Ja, das kriegt man davon, ey. Sollte Becky nicht auf den gleichen Shooter nehmen, ne? Finger 4, ne, Rhea Ripley geht nicht auf. Aufgeben wird Rhea Ripley nicht. Aber man kennt ja Ripley und das, ne? Das ist richtig. Jetzt gibt's ne Kick, aber Ripley direkt auf den Beinen. Fisherman Suplex in den Pin. Nein, kein Pin. Ich dachte gerade Pin, da war es kein Pin. Aber geht immer auf den Arm. Du weißt, was sie vorhat, ist das? Ja, den Disarmbar wird sie wahrscheinlich zeigen. Sie wollte ihn schon mal ansetzen, das ging. Wenn der Arm bis angeschlagen ist, dann dauert es nicht lange, dann wird sie auch abklopfen. Aber jetzt! Da ist doch keiner in den Metal Slam wieder! Und da ist das Ding, und die ist wieder erschöpft dabei. Aber diesmal krabbelt sie. Komm! Geh ins Cover! Leg den Arm drauf! Ist diesmal vielleicht schneller hin. Aber ich weiß, ob das schon wieder zu viel Zeit gebraucht hat. Reicht es? Es reicht nicht. Es reicht wieder nicht. Diese Ripley ist unfassbar. Und jetzt gibt's 5 Mal einen Chance sogar. Jetzt wollen die Leute, dass sie überhaupt nicht mehr aufhören zu kämpfen. Ripley, was? Also, das waren jetzt schon 3 WrestleMania-Momente hintereinander in einem Match. Was Ripley hier gebracht hat. Es ist doch nicht wahr. 3 Man Handle Slams. Das ist nicht dein Ernst. Aber es ist Realität. Es ist Ripley. Es ist halt Ripley. Die ist krass, Leser. Aber die Frage ist, kann Ripley das auch jetzt gewinnen? Ey? Ja, Ripley ist auf jeden Fall besser im Match drin, wie am Anfang verletzt. Das ist richtig, ey. So, will jetzt Becky wieder im Ring haben. Will das jetzt beenden? Rhea will das jetzt beenden. Oh, guck dir den Flex. Ripley taunted hier zu viel. Macht er schon wieder, ey. Und das wäre die größte Demütigung. Die größte Demütigung. Und der Ref hat viel zu lange gebraucht. Hier bei 0. Oh, Headbutt gekontert in den Kick. Und jetzt falsch Manhand Slam wieder. Nein, jetzt gibt's dieses Armbar oder Armbar und was auch immer. Armbar ist drin. Das war's, glaube ich. Das war's, ja. Holy shit. Holy shit. Aber was, Match, Sascha, oder? Ja, da hat Becky
Das aber, wie wir gesagt haben, wenn Becky es schafft, den Armbar einzusetzen, dann war es das. Da kam der Armbar auf Flow, ich glaube, Weebly wollte, hat zu viel Zeit sich gelassen. Und ein Headbutt machen, ey. Aber da, wenn Weebly halt nicht liegen bleibt mit dem Pin, ey, muss das jetzt die Aufgabe zwingen, ey. Und das hat Becky getan, ey. Becky ist zumindest bei uns mal Champion. Ihr könnt aber gerne auch eure Tipps reinschreiben. Wir haben sie schon abgegeben, wir sind beide für Weebly, der das Weebly verteidigt. Ihr könnt gerne eure Tipps reinschreiben und natürlich ein Like da lassen. Und dann, wie gesagt, beim nächsten Video einschalten. Und ja? Das ist nur eine Simulation. Genau, das ist ein wichtiger Satz. Die richtige WrestleMania. Das ist falls die Leute es denken, wieder die richtige WrestleMania wäre, es ist nur eine Simulation. Also, ihr habt's gehört, ey. Wie gesagt, nur eine Simulation. WrestleMania könnt ihr Samstagnacht anschauen und Sonntagnacht. Da seht ihr die richtige WrestleMania und wahrscheinlich auch dann die richtigen Ergebnisse. Und das nächste Video anschauen. Denn das machen wir jetzt. Und zwar sehen wir uns dann gleich wieder, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.